Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir uns wieder einmal auf eine kleine Zeitreise begeben. Und heute geht es sehr weit zurück. Schauplatz der heutigen Geschichte ist New York, an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das Jahr, das wir schreiben, ist 1841. Das Jahr, in dem nach dreijähriger Bauzeit das neue Königliche Hoftheater, die berühmte Semperoper in Dresden, fertiggestellt und eingeweiht wurde. Die erste Freiwillige Feuerwehr Deutschlands gegründet wurde und in dem der deutsche Hochschullehrer und Dichter Hoffmann von Fallersleben das Lied der Deutschen schrieb, deren Melodie von Joseph Haydns Kaiserlied stammte und heute in verkürzter Form als deutsche Nationalhymne bekannt ist. 1841 ist auch das Jahr, in dem erstmals ein sogenannter Giftmord wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte und eine Frau aus Frankreich, die ihren Mann mit Arsen umbrachte, daraufhin zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt wurde. Erstmals in der Geschichte der Kriminologie. In New York gab es noch keinen Central Park, noch keine Brooklyn Bridge, noch kein Empire State Building, kein World Trade Center und all die anderen Phänomene, für die das New York von heute so berühmt ist. Ja, noch nicht einmal die Freiheitsstatue. 1841 findet hier ein mysteriöses Verbrechen statt, das bis heute als eines der größten ungelösten Kriminalfälle von New York gilt. Der brutale Mord an Mary Rogers, auch bekannt als Beautiful Cigar Girl, das schöne Zigarrenmädchen, spaltete die Stadt und wurde gerade wegen ihrer Schönheit zu einer nationalen Sensation. Der Fall Mary Rogers beflügelte damals die Fantasie vieler Journalisten und Schriftsteller und bis heute, 180 Jahre später, ist ihr gewaltsamer Tod ein Rätsel. Mary Cecilia Rogers wurde 1820 in Connecticut geboren. Ihr Vater James Rogers starb bei einer Dampfschiffsexplosion, als Mary 17 Jahre alt war. Sie war das einzige Kind ihrer mittlerweile zum zweiten Mal verwitweten Mutter. Kurz nach dem Tod ihres Vaters zog Mary mit ihrer Mutter Phoebe nach New York. Die Zeiten waren hart. 1837 traf eine der größten Wirtschaftskrisen in der Geschichte des Landes die Bevölkerung hart. Um sich und ihre Tochter über Wasser zu halten, eröffnete Phoebe Rogers in der Nassau Street ein sogenanntes Boarding House, in dem sie Untermieter gegen Bezahlung aufnahm. In diesen Tagen lag der Prozentsatz an selbstständig arbeitenden Frauen bei gerade einmal 10%. Mary wuchs zu einer außergewöhnlich schönen jungen Frau heran und ihre Mutter hatte sich wohl gewünscht, dass ihre Tochter eine gute Partie machen würde und ihnen so den erhofften sozialen Aufstieg ermöglichen würde. Um etwas zum Lebensunterhalt beizutragen, nahm sie eine Stelle in einem Zigarrengeschäft in der Liberty Street an. Anderson's Tobacco Emporium, geführt vom gleichnamigen John Anderson. Ein gerissener Geschäftsmann, der sich von der Attraktivität des jungen Mädchens mehr Umsatz versprach. John Andersons Zigarrenladen unterschied sich nicht von den vielen anderen Tabakläden in der Stadt, aber er wurde zu einem der beliebtesten. Und der Grund dafür war Mary Rogers. Ihre erstaunliche Schönheit wurde schnell Gesprächsthema in der ganzen Gegend und sie galt bald als das schönste Mädchen von ganz Manhattan. Viele berühmte Schriftsteller der damaligen Zeit waren häufige Besucher des beliebten Ladens, darunter Washington Irving, James Fenimore Cooper, Edgar Allan Poe und natürlich auch viele Reporter der New Yorker Zeitungen, die oft in ihren Pausen in den Laden gingen, nur um sie zu sehen. Ihre zierliche, schlanke Gestalt, ihr freundliches Auftreten, ihr üppiges, braunes Haar und ihr klarer Teint brachten vermehrt noch mehr Einheimische und Touristen dazu, dort ihre Zigarren zu kaufen. Und Anderson zahlte ihr ein großzügiges Gehalt, weil der Laden dank ihr immer voll war.
Ein Kunde schrieb, dass er einen ganzen Nachmittag im Laden verbrachte, nur um mit ihr, Zitat, neckische Blicke auszutauschen. Ein anderer Bewunderer veröffentlichte sogar ein Gedicht im New York Herald, in dem er ihr himmlisches Lächeln und ihre sternförmigen Augen beschrieb. Sie flirtete oft spielerisch mit den Kunden, wie Stammkunden des Ladens berichteten. Allerdings erlaubte sie den Männern nie, ihr nachzustellen. Es heißt, dass sie sogar Andersons romantische Annäherungsversuche zurückwies. Mary Rogers war in diesen Tagen eine Legende. Im Oktober 1838 war Mary plötzlich verschwunden und die Zeitungen machten eine Riesensensation daraus. Angeblich habe ihre Mutter Phoebe einen Abschiedsbrief ihrer Tochter gefunden, der nach eingehender Analyse auf einen festen und unabänderlichen Wunsch zur Selbstzerstörung hinweisen würde. Nach ein paar Tagen war Mary wieder da und es wurde allgemein vermutet, dass es sich dabei um einen Scherz handelte, der den Zeitungen höhere Verkaufszahlen und dem Zigarrenladen im Nachhinein sogar noch mehr Umsatz bescherte. Ein kleiner Marketing-Gag also. Aber wirklich bewiesen ist das nicht. Niemand weiß wirklich, wo das 18-jährige Mädchen in diesen Tagen war. Auf jeden Fall soll Mary nach diesem Vorfall ruhiger und in sich gekehrter gewesen sein. Vielleicht auch ein wenig traurig und ja deprimiert. So schrieben es jedenfalls Zeitzeugen damals. Aber wie gesagt, der Zigarrenladen war erfolgreicher denn je und an Bewunderern und Verehrern mangelte es der hübschen Mary nicht. Ihr Herz aber eroberte 1840 nur ein Mann: Daniel Payne. Ein Korkschneider, der als Untermieter in der Pension ihrer Mutter lebte. Ein gut aussehender, charmanter junger Mann, aber leider nicht wohlhabend. Sie verliebten sich ineinander und Daniel Payne machte Mary im Juni 1840 einen Heiratsantrag, den sie annahm. Ihrer Mutter aber war dieser junge Mann ein Dorn im Auge. Sie hatte einen anderen Mann für ihre Tochter vorgesehen, einen Mann namens Crommelin. Er soll aus einer sehr angesehenen Familie gewesen sein und als Anwalt auch recht gut verdient haben. Dieser Crommelin lebte zu dieser Zeit auch in der Pension und war, wie sollte es auch anders gewesen sein, Verehrer der hübschen Mary. Aber Mary wies seine Avancen ab. Ihr Herz war schon vergeben. Dennoch blieben sie sich aber eng verbunden. In manchen Berichten über diesen Fall steht, dass Mary ihre Verlobung mit Daniel Payne auf Drängen ihrer Mutter gelöst habe. In Zeitungsartikeln aus diesen Tagen wird Daniel Payne mal als ihr Freund und mal als ihr Verlobter bezeichnet. Ich kann es euch also nicht genau sagen. So ausgiebig man früher über derartige Fälle auch berichtete, was ja sehr erfreulich ist für die Recherche, so unterschiedlich, ungenau und manchmal auch völlig falsch, was Datenzeiten und Fakten betrifft, war die Berichterstattung damals dann eben auch leider sehr oft, was das Recherchieren nicht einfacher macht. Gesichert ist aber wohl auf jeden Fall, dass Mary Rogers und Daniel Payne nicht getrennt waren, sondern immer noch in einer Beziehung zueinander standen, als sich im Juli 1841 das tragische Verbrechen ereignete, das ganz New York für Monate in seinen Bann ziehen sollte. Der Tag des 25. Juli 1841 begann schön und klar. An diesem Sonntag ging Mary wie jeden Sonntag zur Kirche. Als sie gegen 10 Uhr zurückkam, klopfte sie an Paynes Tür, der sich gerade rasierte, und sagte ihm, sie würde den Tag bei ihrer Tante Mrs. Downing am Rande der Stadt verbringen. Daniel Payne sollte sie später am Abend dort abholen. Aber das schöne Wetter schlug später in ein heftiges Gewitter um und heftiger Regen setzte ein. Daniel dachte, bei diesem Wetter würde Mary ganz sicher nicht nach Hause fahren wollen und war sich sicher, dass es in ihrem Sinne war, bei ihrer Tante zu übernachten und erst am nächsten Tag zurückzukehren. Als er sie am nächsten Morgen bei ihrer Tante abholen wollte, erklärte diese aber, sie habe Mary am Vortag weder gesehen noch erwartet. Mary Rogers war verschwunden.
Ihre Mutter und Daniel Payne machten sich sofort auf die Suche nach ihr, fragten bei allen Verwandten, Bekannten und Freunden, ob sie Mary gesehen hatten oder wüssten, wo sie sein könnte. Niemand hatte sie seit Sonntag gesehen. Als all ihre Bemühungen erfolglos blieben, meldeten sie Mary als vermisst. Payne gab eine Anzeige in der New York Sun auf und bat um Informationen über ihren Verbleib. Doch niemand meldete sich. Das hübsche, 20-jährige Zigarrenmädchen blieb verschwunden. Bis zum 28. Juli. Bei einem Spaziergang am Ufer des Hudson River in Hoboken in New Jersey machten drei Männer die furchtbare Entdeckung. Zuerst dachten sie, dass dort im Fluss nur ein Bündel loser Kleidung schwamm. Bei näherem Hinsehen aber erkannten sie, dass es sich um die Leiche einer jungen Frau handelte. Sie holten ein Boot und holten die tote Frau aus dem Wasser. Sie war nur noch teilweise bekleidet und wurde vor ihrem Tod ganz offensichtlich heftig geschlagen und misshandelt. Sie war stark entstellt, konnte aber dennoch schnell identifiziert werden. Es war Mary Rogers. Niemand konnte sich ihre Anwesenheit in New Jersey erklären. Sie kannte dort niemanden. Alle, die sie kannten, waren der Meinung, dass sie dorthin gelockt oder verschleppt worden sein musste und bescheinigten ihr ohne Ausnahme ein hohes Ansehen und Tugendhaftigkeit, Bescheidenheit und Diskretion, also einen absolut tadellosen und makellosen Charakter. Der Gerichtsmediziner stellte Daumen- und Fingerspuren am Hals der jungen Frau fest und versicherte, dass sie nicht ertrunken ist, sondern durch Strangulation starb, nachdem sie grob misshandelt worden war. Mary Rogers wurde sexuell missbraucht, geschlagen und erdrosselt. Er meinte, der Angriff sei von mehreren Personen verübt worden. Wie voreingenommen diese Aussage war, lässt sich schlecht beurteilen. In jenem Sommer 1841 wurde in den Zeitungen viel über Gangster und harte Kerle berichtet, die sich in New York am Flussufer, an den Stränden und in den Vororten herumtrieben und sich an Frauen vergriffen. Die Journalisten und Redakteure, die Mary aus dem Zigarrenladen kannten, räumten dem Mord an Mary Rogers Priorität ein und brachten ihn auf alle Titelseiten der großen Zeitungen. Einige spekulierten, dass Daniel Payne Mary ermordet hatte, weil sie entweder die Verlobung gelöst hatte oder dies vorgehabt hätte. Andere wiederum vermuteten, dass sie Opfer einer Zufallstat geworden war. Einige behaupteten sogar, ein ehemaliger Kunde des Zigarrenladens habe die geliebte junge Frau aus Leidenschaft ermordet. Marys Schönheit und Beliebtheit bei den Herren der Groschenhefte sorgte jedenfalls für ein großes Medienspektakel, das ganz New York für Monate in Atem halten sollte. Verängstigte Bürger forderten mehr Polizeieinsätze und die Zeitungen verkauften zahlreiche Exemplare. Marys Verlobter war natürlich der erste Verdächtige. Payne war der letzte, der Mary an besagtem Sonntagvormittag das letzte Mal lebend gesehen hatte. Aber er besorgte sich eidesstattliche Erklärungen von Personen, die über seinen Aufenthaltsort Bescheid wussten, und gab die Alibis auch an die New York Times und den Evening Star weiter, die ihn in ihren Artikeln daraufhin auch von jeglichem Verdacht freisprachen. Unter Verdacht standen auch alle Verehrer und Männerbekanntschaften von Mary, auch Cromlin. Aber auch er konnte ein Alibi vorweisen und wurde schnell wieder von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Der Fall war zu Amerikas erstem Mord geworden, der so spektakulär von den Zeitungen in Szene gesetzt wurde. Sie ergingen sich in Spekulationen, saßen einigen Zeitungsenden auf und forderten in jedem Artikel, dass die Polizei endlich ihre Arbeit tun sollte und diesen schrecklich brutalen Mord endlich aufklären möge. Das Rätsel um den Tod des schönen Zigarrenmädchens erregte landesweit Aufsehen. Die Unfähigkeit, auch nach Wochen noch keinen Täter oder mehrere präsentieren zu können, erzürnte die Bevölkerung und die Presse. Und sie machte auch die desolate Situation des städtischen Wächtersystems mehr als deutlich. In der Stadt gab es sogenannte Wächter,
Das waren organisierte Gruppen von Männern, die von der Stadt autorisiert wurden, kriminelle Aktivitäten zu verhindern und auch Strafverfolgungsmaßnahmen durchzuführen. Sie übernahmen auch Dienste der öffentlichen Sicherheit wie die Brandwache oder gestohlene Waren wieder zu beschaffen. In New York bestand dieses Wächtersystem aus einer Nachtwache, 100 City Marshals, 31 Constables und 51 Polizeibeamten. Das war der ganze Polizeiapparat. In einer Stadt von zu diesem Zeitpunkt rund 400.000 Menschen. Tendenz steigend. Und da die gängigste Theorie zu diesem brutalen Verbrechen an Mary Rogers immer noch die war, dass sie Opfer von Bandengewalt geworden war, machte die Bevölkerung eben dieses Wächtersystem dafür verantwortlich, dass dieses Verbrechen überhaupt stattfinden konnte und dass der oder die Täter noch immer nicht ihre gerechte Strafe erhalten hatten. Sie nannte es unfähig und korrupt, was vielleicht auch zutraf. Zumindest aber war diese Art von Polizeiapparat ihrer Arbeit wirklich nicht gewachsen. Auch wenn sie allen der wenigen Spuren nachgingen, mehrere Verdächtige verhafteten, um sie später wieder freizulassen, sie waren nicht in der Lage, dieses Verbrechen aufzuklären. Der Herald, die Sun und die Tribune brachten Mary auf ihren Titelseiten und kein Detail war zu reißerisch. In jeder Zeitung erschienen grafische Beschreibungen von Marys Leiche zusammen mit lebhaften Theorien darüber, was der oder die Täter ihr angetan haben könnten. Mehr als alles andere verlangten sie Antworten und weil sie diese nicht bekamen, versuchten sie selbst, den Fall zu lösen. Gerüchte gingen um über einen Matrosen von der USS North Carolina, der früher auch im Haus von Marys Mutter gewohnt haben und dessen Bruder angeblich einer von Marys zahlreichen Verehrern gewesen sein soll. Dieser Mann wurde mehrmals vom Schiff geholt und verhört, nur um ihn später wieder dorthin zurückzubringen. Viele Wochen lang geschah nichts. Auch die Proklamation des Gouverneurs, der eine Belohnung von heute umgerechnet 20.000 Euro für Hinweise auslobte, brachte keine heiße Spur. Und auf den Titelseiten der Boulevardpresse erschienen allmählich andere Nachrichten. Und der Hype um dieses junge Mädchen ebbte langsam ab. Bis ein paar Jugendliche Anfang September 1841 im Dickicht von Weehawken, einem kleinen Dorf zwischen New York und Hoboken, gar nicht so weit weg von der Stelle, an der Marys Leiche gefunden wurde, nun die restlichen Kleidungsstücke von ihr fanden. Ihren Unterrock, ihren Sonnenschirm, Teile des Kleides und ein Taschentuch mit ihren Initialen MR. An dieser Stelle gab es auch Anzeichen eines Kampfes und heruntergebrochene Latten eines nahegelegenen Zaunes. Es sah so aus, als hätte man dort etwas entlang gezogen. Hier musste der Tatort sein, der Ort, an dem Mary Rogers getötet wurde. Die Jugendlichen, die die Sachen fanden, waren die Söhne einer Gastwirtin, die ganz in der Nähe der Fundstelle ein Wirtshaus betrieb. Nun erinnerte sich diese Frau namens Frederica Loss, dass sie Mary Rogers am 25. Juli in ihrem Gasthaus in Begleitung eines großen Mannes mit dunklem Teint gesehen habe. Später sei sie mit ihm in den Wald gegangen. Sie meinte sogar, einen Schrei gehört zu haben, habe das aber alles erst mit Mary Rogers in Verbindung gebracht, als ihre Söhne 2 Monate später die Kleidungsstücke fanden. Sehr seltsam, wenn man mich fragt. Gerüchte kamen auf, sie hätte die Kleidung selbst dort drapiert, um die Aufmerksamkeit auf ihr Wirtshaus zu lenken und Gäste anzulocken, was zweifelsohne auch so kam. Neugierige strömten in ihr Lokal, um sich ihre Geschichte von nahem anzuhören. Dennoch, die Kleidungsstücke waren teilweise verrottet und wurden zweifelsfrei von Marys Angehörigen identifiziert. Es bestand kein Zweifel, dass man den Tatort, wo der Mord stattfand, gefunden hatte. Aber leider brachte auch das die Polizei nicht weiter in ihrer Suche nach dem oder den Tätern.
Trotz erneut aufflammendem Interesse und erneuten wochenlangen Spekulationen wurden keine weiteren Hinweise gefunden und keine weiteren Verdächtigen identifiziert. Die Stadt zog weiter und Marys Geschichte wurde zur Nachricht von gestern. Nur um dann wieder in die Schlagzeilen zu geraten. Daniel Payne war von der Trauer über den Tod seiner geliebten Mary so überwältigt, dass er zu trinken begann und sich gehen ließ. Er kam über ihren Verlust einfach nicht hinweg und verlor darüber seinen Lebensmut. Menschen, die ihn kannten, bemerkten, wie stark er sich verändert hatte. Er war nicht mehr er selbst. Einige Zeitungen machten ihn trotz seines Alibis für Marys Tod verantwortlich. In manchen Berichten steht, er wurde regelrecht schikaniert. Dieser Umstand, die Trauer und die Tatsache, dass der Frau, die er unsäglich liebte, keine Gerechtigkeit zuteil wurde, ließen ihn so verzweifeln, dass er ihr am 7. Oktober 1841 in den Tod folgte. Er besuchte an diesem Tag einige Tavernen, trank sich Mut an und ging zu der Stelle, an der man Marys Leiche fand. Er setzte sich dort auf eine Bank und trank ein Fläschchen Laudanum. An seinem Hut der Trauerflor. Daniel Payne war 32 Jahre alt. In seinen Papieren fand man einen Zettel, auf dem stand: An die Welt. Hier bin ich, an diesem Ort. Möge Gott mir mein verpfuschtes Leben vergeben. Die letzte Wendung in dieser Geschichte kam genau ein Jahr später. Im Oktober 1842 rief die Wirtin Frederica Loss einen Geistlichen zu sich. Sie war versehentlich von einem ihrer Söhne angeschossen worden und lag im Sterben. Auf ihrem Sterbebett gestand sie dem Mann Gottes, dass der große dunkle Mann, mit dem sie das Mädchen im Juli 1841 gesehen haben wollte, gar kein Fremder gewesen war, sondern dass sie ihn kannte. Er soll ein junger Arzt aus Hoboken gewesen sein, der an Mary Rogers eine Abtreibung hat vornehmen lassen wollen. Sie schwor, dass Mary Rogers Tod die Folge eines missglückten Abtreibungsversuchs gewesen war. Danach starb sie. Für einige machte eine verpfuschte Abtreibung durchaus Sinn. Es wurde spekuliert, dass sie und Payne sich wegen einer ungewollten Schwangerschaft gestritten hatten und in den frühen 1840er Jahren wurde in New York heftig über die Aktivitäten einer Abtreibungsärztin namens Madame Restell diskutiert. Mehrere Groschenhefte brachten Mary Rogers daraufhin mit Madame Restell in Verbindung. Die Verletzungen am Körper von Mary Rogers widersprachen jedoch der Theorie der fehlgeschlagenen Abtreibung und den Feststellungen des Gerichtsmediziners, der eindeutig Strangulation als Todesursache angab. Auch die Polizei schenkte den Aussagen der im Sterben liegenden Wirtin keinen Glauben. Obwohl das Geständnis von Frederica Loss nicht ganz mit den Beweisen übereinstimmte, schien die Tribune jedoch zufrieden zu sein. Sie schrieb, Zitat, »So ist dieses schreckliche Geheimnis, das so viele Herzen in Angst und Schrecken versetzt hat, endlich durch Umstände erklärt worden, in denen niemand das Wirken der Vorsehung übersehen kann.« Zitat Ende. Der Fall war nicht gelöst. Für manche waren es herumtreibende Verbrecherbanden, für manche war es eine verpfuschte Abtreibung und für manche war es immer noch Daniel Payne. Das Interesse an der Geschichte alarmte erneut, als eine neue heiße Story die Titelblätter schmückte. Der Mord an Mary Rogers wurde nie aufgeklärt. Das letzte Wort allerdings hatte Edgar Allan Poe, einer ihrer Freunde und Bewunderer aus dem Zigarrenladen. Der rätselhafte und ungesühnte Mord an Mary Rogers inspirierte ihn zu seiner wegweisenden Detektivgeschichte »Das Geheimnis von Marie Roget«. Er verlegte die Geschichte nach Paris,
Der Fluss war dann die Seine und der Laden eine Parfümerie. Der Roman erschien im November 1842. Aber auch Poe konnte das Rätsel nicht lösen. Wir werden nie erfahren, was an jenem Tag im Jahr 1841 wirklich geschah. Aber eines ist sicher. Wenn die Medien nicht versucht hätten, die Geschichte lebendig zu halten, um mehr Zeitungen zu verkaufen, und wenn der alkoholkranke Poe nicht über Mary Rogers geschrieben hätte, wäre das schöne Zigarrenmädchen nur irgendeine anonyme Verkäuferin in New York, deren Namen heute niemand kennen würde. Aber so blieb das Rätsel ihres Todes bis heute lebendig.